Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Lesbier nicht machen. Willkommen bei zurück bei The Rise of the Tomb Raider, das 20-jährige Jubiläum. Hey. Ja, ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Immer noch. Fuck, okay. Ganz ruhig. So, ja, ich begrüße euch erstmal bei einer neuen Folge von Kartenpaket öffnen von The Rise of the Tomb Raider, das 20-jährige Jubiläum. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt schon 65.000, oder? Ja, 65.500 Punkte und ich habe mir überlegt, was machen wir denn am besten? Bronze-Packs, Silber-Packs, Gold-Packs? Gold-Packs sind ganz schön teuer, die kosten 60.000. Da würde ich sagen, dann spare ich noch mal ein bisschen, dass man wenigstens mal ein bisschen mehr öffnen können. Und als Entschädigung mache ich für euch einfach mal jetzt noch mal zwei Geschenke auf. Ja, dass ich wenigstens etwas hab. Also wir haben hier einmal das Jägerpack und das Medaillenbelohnung-Pack, sage ich jetzt mal so. Weil ich habe ja auch ein bisschen gespielt und dann kriegt man ja automatisch immer ein paar Geschenke zugeschickt und man kriegt dann neue Karten. So, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit den Medaillenbelohnungen und starten wir durch. So, fünf Karten. Ja, da fangen wir einfach mit der goldenen Mitte wie immer an. Jo, Kommando, Jäger. Da-da-da-dam. So. Dann Söldner 2. Kennen wir schon. Wiederholt sich nach einer Weile irgendwie immer mehr. Also scheint nicht so viele Kartenauswahlmöglichkeiten zu geben. Echter Vampir hatten wir auch schon. Alter Hornbogen. Oh, das ist was Neues. Gewährt den alten Hornbogen Standardversion. Oh yeah. Ohne Aufsatz, ohne Akok. Normal. Und Sanitäter. Verbände lassen sich schneller anlegen und verbrauchen nicht zwangsläufig Ressourcen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, das waren von Medaillenbelohnungen. Wir gehen rüber zu Jäger. So, was erwartet uns da? Auch wieder nur 5 Packs. Schade, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie am Anfang gab es Haufen Weiße, so pam, 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 pam. Und jetzt kommt kaum noch was irgendwie. Und das finde ich ein bisschen traurig. So, nächste Karte. Bam. Endlos Magazin. Kennen wir. Nichts Neues. Verbliebenen Jacke. Abenteurer. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Also, ist nichts Weltbewegendes. Bogenschütze. Keine Bogenfähigkeiten, aber der Bogen besitzt einen besonderen Zoom und richtet mehr Schaden an. Okay. Alles klar. So. Giftigkeit. Gewährt unbegrenzte Giftpfeile. Haben wir auch schon gehabt. Und leeres Magazin. Sie starten ohne Munition. Auch alles. Naja, es tut sich irgendwie alles wiederholen nach einer Weile. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass die Auswahl hier nicht mehr so groß ist. Ich hätte mir gewünscht, mal richtig toll wieder Outfit zu bekommen. Aber ich denke mal einfach, dass es damit zusammenhängt, dass man hier die Silberpacks und die Goldpacks öffnen muss. Aber komm, wir machen es einfach mal. Haben wir noch genug? Ja, genau. Machen wir einfach mal ein Bronze-Pack auf und dann sehen wir mal uns, was wir da erwarten. Oder was wir erwarten. So, auch wieder 5 Karten. Schade. Na okay. Dann starten wir einfach mal durch. Karte umdrehen. Expeditionsjacke. Dann Panzerplatten. Haben wir auch schon gehabt. Vollautomatikflinte. Oh, gewährt die Vollautomatikflinte. Standardversion. Oh yeah. Die haben wir noch nicht gehabt. So, nächste Karte. Flammender Ruhm. Okay, haben wir eigentlich auch schon gehabt. Ja. Und Kletteraxt 2. Gewährt alle Axt-Upgrades der Stufe 1 und 2. Alles klar. So. Ja, das war's eigentlich. Die nächsten, ich könnte jetzt ein goldenes Pack noch öffnen, aber das passt dann nicht komplett in der Überschrift mit dem ganzen Video. Aber wenn ich 12.000 habe, machen wir auf jeden Fall zwei goldene Packs auf und hoffen, dass da richtig geiles Stuff drin ist oder richtig geiles Zeug. Dann verabschiede ich mich mit The Rise of the Tomb Raider, das 20-jährige Jubiläum. Morgen ist es soweit. Morgen ist es offiziell dann draußen, der 11.10. Und da wird Lara Croft endlich mal 20 Jahre alt. Ja, 20 Jahre. Das ist schon hart, ne? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Quizzen Angel. Ciao.